Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu Diablo 4. Zeugen, Sünden. Wie Menschen Menschen zeugen. Schrecken zeugt Hass. Und Hass zeugt Zerstörung. Zerstörung zeugt Schrecken. Wie Schrecken Hass zeugt, wie Hass Zerstörung zeugt. Oh mein Gott, das ist wirklich geisteskrank. Ich weiß nicht gerade, wo wir sind. Die letzte Episode war richtig übel. Falls ihr natürlich den Kanal nicht abonniert habt, dann lasst doch sehr, sehr gerne ein Abo und ein Like da. Was ist hier los? Was? Die Mutter ist gestorben oder was? Was zur Hölle? Da ist etwas unter ihr. Ich kenne dieses Glühen. Das ist der Seelenstein. Was zum Teufel? Der Kampf ist nicht vorbei. Der Vater jagt Lilith. Wo ist Inarius? Im Turm. Auf der anderen Seite dieses höllischen Ödlands. Erlösung. Naht! Nicht für die Ritter, die ihr in die Hölle geführt habt, und auch nicht für euch. Bruder. Ihr seid nur das Werkzeug von jemandem, der sich um niemanden von uns schert. Und ein Dieb. Die ganze Zeit, als wir euch in Caldeum geholfen haben, hattet ihr den Stein, oder? Inarius vertraute ihn mir an und Moment, ihr habt ihn, unverschämter Ketzer, Diener der Dunkelheit, ihr seid alle verdammt. Lasst sie. Der Hass hat sie vergiftet. Ist sie die Einzige? Vergesst nicht, wozu wir hier sind. Wogegen wir kämpfen. Was schlagt ihr vor? Ich habe ein Tonikum. Ein Mittelchen, um den Schmerz zu betäuben und sie in Bewegung zu bringen. Trinkt aus, Brava. Wenn ihr klug seid, kehrt ihr nach Caldeum zurück, solange ihr noch könnt. Heiliger Bimbam. Sollen wir weitergehen? Ja, aber bleibt wachsam. Die Kathedrale ist im Chaos versunken. Wir sind jetzt auf uns gestellt. Bleibt zusammen und sucht diesen Turm, von dem Prava gesprochen hat. Machen wir. Eskortiert eure Verbündeten durch das Reich des Hasses. Ich bin noch nicht bereit. Ich habe keine Energie mehr. Ich bin noch nicht bereit. Wo lang müssen wir überhaupt? Oh. Ich bin noch nicht bereit. Hier sind so einige Gegner. Da drüben auch. Ich brauche mehr Zeit.
Und ich glaube, wir müssen hier lang. Ich brauche mehr Zeit. Noch nicht bereit. Passt auf! Etwas bombardiert uns! Ja, habe ich mir schon gedacht. Greif ein. Hier sind Liliths Blüten, glaube ich, wieder, oder? Hier ist ein Superstarker, glaube ich, irgendwo. Oha, Ninja, die Bestie. Ich bin noch nicht bereit. Das Machtgleichgewicht in der Hölle wird sich verschieben. Das ist noch nicht das Ende. Ich werde euer Leiden in die Länge ziehen. Wo ist die? Ninja, die Verfluchte. Hier ist noch mehr Hölle. Schlecht, dass ihr noch die Worte für das Bollwerk kennt. Ich habe euch diesen Zauber beigebracht. Na gut. Dann rede mal. Tani Subtile Kittos. Oh weia, oh weia, oh weia. Hier wieder. Mehr von diesem verdammten Höllenfeuer. Ich mache den Weg frei. Aber wohin führt der Weg? Tani Subtile Kittos. Hört meinen Ruf, Karu. Vernichtet die Feinde Lilith. Gerne doch. Die Dämonen, die Brücke zerstört hat. Das war die, die uns gejagt hat. Lilith hat immer noch Verbündete in der Hölle. Nicht für lange. Wir müssen einen anderen Weg finden. Habe ich mir schon gedacht, dass wir einen anderen Weg suchen überfinden müssen. Und hier ist, glaube ich, ein Bossfight. Ich kann es mir gar nicht anders vorstellen, um ehrlich zu sein. Hier muss ein Bossfight kommen. Ich kann es mir nicht anders vorstellen gerade. Ich komme. Sengende Wettweite. Okay. Hä? Wer greift uns jetzt an? Wo ist sie? Nein. Nicht Dämon. Ich werde die so aus dem Auseinander, soll ich euch jetzt schon. Terrorcall, nur Schrott wieder bekommen von der, ey. Was war das? Ein Gegner ist hier noch. Lol, komplett allein oder was?
Wir haben wieder nur Schrott bekommen, nice. Ich denke mal, wir haben tolle Sachen, aber nichts da. Ich glaube, hier ist irgendwas jetzt. Ihr wisst durchaus mit Verantwortung umzugehen, Donan. Ich verstehe, weshalb ihr in Scotland das Sagen hattet. War das ein Kompliment? Jemand muss das aufschreiben. Diesen Augenblick festhalten. Es ist ja nicht so, dass es das erste wäre. Da war ja noch das andere Mal. Oh ja. Ich... Die Erde bewegt sich. Macht euch bereit. Ein super Feind. Super Gegner. Oha, was ist das denn für eine eklige Geburt? Maschaba. Weiß zwar nicht, was für eine Geburt du bist, aber gut. Hinterher. Ich glaube, sein Gift ist problematisch, würde ich sagen. Sein Gift ist problematisch, Freunde. Richtig geil. Los, drauf, drauf. Volle Pulle. Ich bin noch nicht bereit. Ich brauche mehr Zeit. Der hat nicht mehr lange. Wir haben ihn. Schwert. Wir haben ein legendäres Schwert bekommen. Oh ja, das nehme ich natürlich sehr, sehr gerne. Ja. Zack. Das legendäre Schwert nehme ich natürlich sehr, sehr gerne auf. Geisteskrank, dieses Spiel. Ehrlich. Preschen, wenn die Preschen erscheint, ein Schattenklon. Oh mein Gott. Heftig geil. Bei allem was? Lorat, seid ihr? Ich verschnaufe nur eben. Ich sehe den Turm vor uns. Kommt schon. Wie heftig. Also das ist wirklich so geisteskrank und gestört, muss ich einfach sagen. Also guckt euch mal an, wie heftig. Boah, eklig. Turm der Qual. Boah, heftige Atmosphäre, wirklich. Und ich habe die Cam jetzt absichtlich mal ausgeschaltet, Freunde. Nicht, dass ihr euch wundert. Irgendeine Spur von Lilith oder Inarius? Hier sind doch Lilith die Blüten. Hier. Ich sehe die Blutblüten. Direkt interagieren. Heftig, Mann. Was ist das? Richtig krank. Was ist das denn bitte? Wie heftig gestört. Sprech mit Nairel. Was ist passiert? Lilith. Sie hat Inarius die Flügel abgerissen. Als ob sie mit ihm spielen würde. Sie wollte, dass der Engel leidet, bevor sie ihm ein Ende setzt. Dann lag die Prophezeiung falsch.
Ein Speer aus Licht durchschlägt das Herz des Hasses. Vielleicht auch nicht. Auch Lilith ist verwundet. Wenn sie verletzt ist, wird es einfacher sein, sie in den Seelenstein zu sperren. Wir dürfen nicht aufhören. Was zum Teufel, Leute? Wie episch! Wie episch! Ich brauche Zeit, um das zu tun. Let's go. Ich glaube, wir müssen hier runter. Sie ist bereits fort. Was jetzt? Ich habe eine Idee. Ich bereite das verborgene Auge vor. Das Auge? Was meint ihr? Interagieren. Wir müssen Lilith finden. Dazu müssen wir das Auge verwenden. Meint ihr das ernst? Ich weiß, was das letzte Mal geschah, als das Auge benutzt wurde. Ich weiß, dass es nicht... Habt ihr eine bessere Idee? Irgendwer? Das dachte ich mir. Ich glaube, wir werden angegriffen. Let's go. So viele Leichen, zu viele Leichen, um ehrlich zu sein. Ich bin noch nicht bereit. Eine super starke Leiche, oh mein Gott. Dornen, ihr blutet. Mir geht es gut. Aber Lorat hat recht. Das Auge ist der einzige Vorteil, den wir haben. Die einzige Möglichkeit, um Lilith zu finden. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hier, das verborgene Auge. Das ihr mir gegeben habt. Natürlich, Tochter des Hasses. Mit meiner Gabe werdet ihr euch eurem Vater stellen. Am Ende kehren wir alle nach Hause zurück. Töricht von euch, wieder das Auge zu benutzen. Was ist das? Wo bin ich? Gefangen in eurem eigenen Kopf. Ich könnte euch für immer hier lassen. Doch ich biete euch ein anderes Schicksal. Ihr könntet die größte Beschützerin Sanctuarius sein. Doch nur, wenn ihr das wollt. Das ist wirklich gestört, ey. Jetzt im Auge gefangen, oder was? Ich werde euch zeigen, weshalb die Welt euch braucht. Seitdem ihr mein Blut getrunken habt,
bin ich ein Teil von euch. Das werde ich immer sein. Ich trage eure Hoffnung. Ich habe den Menschen den freien Willen geschenkt. Aber sie sind verloren, ohne einen Hirten, der sie führt. Priester aus Nevesk. Schändlich. Dieser Vater hat euch einen Pfad der Erlösung aufgezeigt. Und trotzdem kommt ihr bei jeder Gelegenheit davon ab. Die Leute begrüßen dieses Spektakel. Die Welt. Durch die Augen eines Kindes. Aber ihr wart im Kind. Ja. Doch sie sind nur Hüter, das Wissen. Sie können nicht tun, was ihr tut. Es tut mir leid. Wohin will ihr uns bringen? Ein Albtraum. Komisch. Ratmas Leiche. So. War sogar weiser als die Horadrim. Doch es lag auch nicht in seiner Natur, ein Hirte zu sein. Seine Prophezeiung war eine Wahrheit. Anstatt sie zu nutzen, um Sanctuario zu vereinen, ließ er sie Chaos verbreiten. Inarius, Elias, Lorat. Sie wollten so sehr ihre eigene Deutung in der Prophezeiung sehen, dass sie blind für die simple Wahrheit waren. Wir sind Gefangene des ewigen Konflikts. Schachfiguren von Engeln und Dämonen. Das wird immer ein Teil von uns sein. Wir müssen ums Überleben kämpfen. Oh mein Gott, ey. Es war so menschlich von Inarius zu glauben, die Prophezeiung würde es nur. Gebenedeite Mutter. Erlöse uns. Elias dachte, ich würde Sanctuario retten. Doch er irrte sich. Ein Mensch muss die Herde der Menschen führen. Und zwar ihr. Ich errette. Hass, Zerstörung, Schrecken wird es immer geben. Wir werden sie immer bekämpfen müssen. Doch wir können den ewigen Konflikt zu unseren Gunsten wenden. Hier fängt es an, mit Mephistos Vernichtung. Und ihr führt die kommenden Schlachten an. Nehmt einfach meine Hand. Kämpft für Sanctuario. Ich bleibe im Schatten. Ich werde nie eure Hand nehmen. Dann ist das die Zukunft, die euch erwartet. Okay. Noch nicht bereit. Ja, die werden mich nicht so schnell einfach bekommen. Es ist euer einziger Ausweg.
Krass. Mephisto. Die Höhle in den Bergen. Dort hat Mephisto mich gefunden. Ein Lagerfeuer. Fürchtet euch nicht. Ich werde euch aus dieser Falle befreien. Warum helft ihr mir wieder und wieder? Seht euch um. Ich rettete euch in dieser düsteren kleinen Höhle, weil ich spürte, dass ihr Lilith ein Ende bereiten könnt. Und das ist mein einziger Wunsch. Seid gewiss, die Zeit wird kommen, in der wir Feinde sind. Doch ob es euch gefällt oder nicht, derzeit brauchen wir einander, um sie zu besiegen. Sieh mich an. Vor euch liegt ein harter Wahnsinn. Oh mein Gott, wir müssen hier rüber. Wow, wie weit springe ich denn hier? Oh, ich muss gegen die alle kämpfen. Irgendwelche Superstarken von Lilith, aber die können mir nicht das Wasser reichen. Ich will durch. Hallo, Elias gefallen. Alter! Schaden, Mann. Hüterin der Toten. Ihr seid nicht so stark, wie ich dachte. Astaroth! Lol, gegen den kämpfen wir auch noch, oder was? Dein scheiß Ernst? Lol, Alter, das sind, wie viele Bossfights sind das hier gerade? Jetzt kommt noch Andariel, wetten. Rein, interagieren. Nehmt es und befreit euch. Wir haben es geschafft, glaube ich. Schnell sprechen.
Was? Was ist los? Daran, mich hier zu begraben, Bastard. Ich bin verdammt nochmal zu alt, um euren Körper aus der Hölle zu schleifen. Bewegt eure Hand und lasst mich sehen. Ich folge euren Befehlen seit Jahren nicht, Lorat. Wieso sollte ich jetzt anfangen? Ihr hättet statt zur Kathedrale zu mir kommen sollen. Ich wäre für euch da gewesen. Hätte eure Bürde geteilt. Ich weiß. Und vielleicht wäre es mit Skosglen anders gelaufen. Und mit Jorin. War es genug? War es für ihn genug? Niemals. Ja. Mehr als genug. Man will es gar nicht glauben, dass es so passiert ist. Das war so ein krasser... Es tut mir leid, Dornen. Was geschehen ist, ist geschehen. Was habt ihr vom Auge erfahren? Lilith hat versucht, mich zu fangen. Davor hat sie ein weites Flammenmeer überquert. Dahinter liegt das Reich ihres Vaters. Wir kommen zu spät. Wir können jetzt nicht aufgeben. Wir haben den Stein. Was sollen wir tun? Ich... weiß nicht. Ich glaubte immer, wenn ich sterbe, seid ihr diejenige, die es beendet. Ihr hattet immer die ruhige Hand, nicht ich. Hört auf euer Bauchgefühl. Es hat uns bis hierher gebracht. Oha, ey, ich spreche mit Nerell. Das ist hier unten, glaube ich. Flammenmeer. Was zum Teufel? Hier ist sie wieder. Reden wir mal mit ihr. Krank. Einfach nur krank. Er hat alles gegeben. Seine Heimat. Seinen Sohn. Und wofür? Ihr seid zurückgekehrt. Gut. Was meint er damit? Diese Bestie half mir, Lilith zu entkommen. Moment. Ich habe über solch einen Wolf gelesen. Nein. Mephisto. Ihr habt einem großen Übel vertraut? Vertrauen hatte nichts damit zu tun. Eure Freunde kamen zur Vernunft. Du solltest das auch. Wenn Lilith meine Essenz erlangt, ist Sanctuario verloren. Wie lautet euer Plan? Keine Pläne. Ich biete nur meine Hilfe. Dies führt zur Kathedrale des Hasses. Doch ihr müsst euch beeilen. Lilith ist schon fast dort. Den Weg gehe ich gerne. Los geht's. Oh mein Gott, sieht das krank aus. Ihr seid vor Lilith angekommen. Aber sie ist nahe.
Was jetzt? Wir können einen Hinterhalt legen. Ich lenke sie ab. Ihr fangt sie im Seelenstein ein. Ein weiser Plan. Und ihr könnt den Stein bei mir lassen. Ich sorge dafür, dass Lilith eure Welt nie wieder bedroht. Junge. Ihr kehrt nach Hause zurück. Ich bleibe in der Hölle. Alles, wie es sein sollte. Willst du mich verarschen? Wie krank ist das bitte? Was ist hier eigentlich? Hier, alles mal abchecken. What the fuck? Das ist so krank. Krasser Shit, Mann. Ohne Witz. Freunde, es ist gerade so episch. Und ich werde hier direkt einen Cut setzen. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge von Diablo 4. Haut rein. Ciao, ciao. Das ist gerade zu episch, um ehrlich zu sein. Wir sehen uns. Abo und Like natürlich nicht vergessen. Das ist geisteskrank. Was ist hier los?